Dunkelheit, Blitzeis, die Fahrbahn auf einmal spiegelglatt und dann auch noch Gegenlicht. Wie jetzt reagieren? Dichter Nebel und auf einmal ein Hindernis. Das Verhalten in den nächsten Sekunden kann überlebenswichtig sein. Worauf es im Winter ankommt, werden Tomoko und Matthias heute für uns herausfinden. Zwei völlig unterschiedliche Fahrertypen. Also ich würde mich selber wahrscheinlich eher als sportlichen Autofahrer bezeichnen. Ich fahre sehr vorsichtig. Fahrsicherheitstrainer Tim hat hier auf dem 30 Hektar großen Übungsplatz in Schleswig-Holstein die eine oder andere herausfordernde Strecke vorbereitet, auf der das Paar üben soll. Das Hauptproblem ist meiner Meinung nach, dass die Leute sich zum einen mit ihren Fahrzeugen nicht auseinandersetzen, nicht wissen, was sie können, nicht wissen, wo die physikalischen Grenzen sind und sich dann vielleicht auch überschätzen oder auch unterschätzen, was das Wetter für Veränderungen mit sich bringt. Unsere erste Übung heute, Gefahrenbremsung, also Vollbremsung auf feuchter Straße aus 100 km/h ab der gelben Pylone. Sollte plötzlich ein Hindernis oder Stauende auftauchen, muss das schnell klappen. Per Funk ist Tim mit Tomoko und Matthias verbunden. Und wenn du soweit bist, kannst du direkt loslegen. Tomoko bremst aus voller Fahrt, indem sie kräftig und anhaltend auf das Pedal tritt. Viele bremsen bei Feuchtigkeit zu zögerlich und hier lauert die Gefahr. Sehr gut. Sehr gut, gut bist du im Stillstand durchgebremst und du siehst jetzt auch automatisch, dass sogar der Warnblinker noch mit angegangen. Guck mal. Im Stillstand. Krass. Jetzt bremst Matthias ebenfalls mit 100 km/h auf der feuchten Straße. Okay, sehr gut. Aber eine Wagenlänge mehr als im Durchgang bei Tomoko vorher. No, also wirklich, wenn du hier rausschaust, hier ist sie stehen geblieben und du bist jetzt hier stehen geblieben. Das könnte im Ernstfall eine Wagenlänge zu viel sein. Matthias hat im Gegensatz zu seiner Freundin später reagiert, ist also den Bruchteil einer Sekunde später auf die Bremse gestiegen. Zum Bremsweg kommt in der Realität nämlich noch im Durchschnitt eine Sekunde Reaktionszeit hinzu. Dann ist die Frage, wie viele Meter bin ich denn jetzt gefahren in dieser Zeit, wo ich gebraucht habe zum Reagieren? Und da kann man die Fahrschulformel mit zur Hilfe nehmen für den Reaktionsweg. Das wäre Geschwindigkeit durch 10 mal 3. Also beispielsweise bin ich dann bei 100 durch 10 mal 3, bin ich schon 30 Meter gefahren in einer Sekunde. Macht zusammen mit dem Bremsweg von 50 Metern schon 80 Meter bei 100 km/h, also mehr als halber Tacho. Deswegen lauten die wichtigsten Tipps von Tim: Abstand und bei Gefahr direkt wirklich voll aufs Bremspedal drauf. Und zwar durchgehend. Stotterbremse ist, seit es ABS gibt, unnötig. Übung 2. Gefahrenbremsung bei überraschender Glätte wie Schnee oder Blitzeis. Was Fahrer Matthias nicht weiß, die Strecke ist eine speziell präparierte Gleitfläche. Jetzt soll er mit 80 km/h auf kürzestem Weg halten. Hier wird klar, die Bremswirkung ist, obwohl Matthias dieses Mal alles richtig macht, kaum spürbar. Und schön auf der Bremse draufbleiben bis zum Stillstand. Er fixiert Bremse und Lenkrad, hat trotzdem keine Chance und kommt erst nach über 70 Metern zum Stehen. Dank ABS aber zumindest ohne auszubrechen. Du hast eigentlich überhaupt keinen Grip und wir sind ja einfach durchgerutscht bis zu der Stelle da vorne, wo es dann trocken wurde. Diese Übung sollte zeigen, hohe Geschwindigkeit macht einen extremen Unterschied bei Glätte. Durch den Schwung wächst der Bremsweg ins Extreme. Am besten ist, meinen Menschenverstand mit auf die Fahrbahn nehmen und zu sagen, oh, pass auf, heute könnte es glatt sein, ich fahre gar nicht erst so schnell. Bei niedriger Geschwindigkeit kommt man bei Glätte im Ernstfall früher zum Halten. Hier bei 50 km/h sogar noch auf der Gleitfläche. Trotz Vollbremsung geraten wir nicht mal ins Schleudern. Übrigens, schon ab einer Außentemperatur von 4 Grad plus lauert auf Brücken und in Senken Blitzeisgefahr. Wir steigern den Schwierigkeitsgrad. Es ist dunkel. Matthias und Tomoko sollen bei 60 km/h auf feuchter Straße durch ein Tor aus zwei Leuchtpylonen fahren. Tim zündet als Überraschung noch einen Rauchtopf in der Nähe des Ziels, der Nebel simuliert. Und dann sind da noch unerwartet diese Hütchen. Matthias sieht nichts mehr, bremst und lenkt hektisch dagegen. So erwischt er die Hütchen, trifft das Tor nicht mehr und verlässt auch noch seine Fahrspur. Also was ist genau passiert? Hindernis umgefahren zum Teil und Ausfahrtspur nicht getroffen. Wenn du jetzt zum Beispiel nach links ausgewichen bist, so wie in deinem Fall, dann könnte dir auch ein Fahrzeug entgegenkommen. Zum Glück nur eine Übung ohne Gegenverkehr. Bei Nebel und einem plötzlichen Hindernis hilft kräftig bremsen und versuchen, weich zu lenken, natürlich so weit wie du musst, aber auch nicht zu weit zu lenken. Im Zweifel lieber Spur halten, als von der eigenen Fahrbahn in den Gegenverkehr zu rasen. Und einfach langsam nachfahren.
Man sieht leider häufig, dass die ersten Impulse sozusagen nicht unten am Bremspedal stattfinden, sondern oben an der Lenkung und viel zu intensiv. Und das führt dann dazu, dass ich das Steuer verreiße und sozusagen die Kontrolle über das Fahrzeug verliere. Die nächste Lektion, diesmal für Tomoko. Was tue ich, wenn mir im Dunkeln Gegenlicht die Sicht erschwert? Also wieder bei 60 km/h auf feuchter Fahrbahn durch die Leuchtpylonen fahren und Hütchen ausweichen. Anstelle von Nebel überraschen wir sie jetzt mit unserer Lichtanlage, die plötzlich aufblendet. Tomoko gelingt es dennoch, das Tor zu treffen und die Spur zu halten. Dieses Mal bleiben alle Hütchen stehen. Gut ausgewichen, yeah. Eine gute Blickführung gehabt, weich gelenkt, so soll es sein. Profi-Tipp bei Gegenlicht. Am rechten Fahrbahnrand orientieren, dort spiegelt die Fläche dann auch nicht. Matthias und Tomoko haben auf jeden Fall dazugelernt. Natürlich durch diese Schockmomente, die wir heute haben, ich denke mal, das verinnerlicht sich. Und dann wird man ganz automatisch vielleicht vorsichtiger und ganz anders an die Situation rangehen, vorausschauender fahren und sich selber ein bisschen zurücknehmen. Ein Fahrsicherheitstraining kostet übrigens etwa 150 € pro Person und wird deutschlandweit speziell für den Winter angeboten.